Give me five, Hirschhausen zu Haus, heute schon mit der 5. Ausgabe. Danke für euren Support, danke für die tollen Zuschriften. Kommen wir gleich zu Hirschhausen zu Haus, für alle neu, aber diese Woche schon ein viraler Hit. Hier, das wurde mir zugeschickt, ein toller Cartoon. Früher habe ich einfach so hier rumgesessen, heute rette ich Leben. Also, die Motivation ist da. Ja, das Hemd sieht so ein bisschen nach Jürgen von der Lippe aus. Aber ich hatte einen konkreten Grund. Gestern in der NDR Talkshow im Ersten hat Andrea Petkovic, die Super-Tennisspielerin, mich gechallenged. Schaut mal. Wo ist es? Hier. So sah das gestern aus. In unserer Schalte quer durch die Republik mit Bettina Tietje und Pilawa. Und dann kam es. Ja, also erstmal muss ich Eckart fragen. Eckart, nimmst du alle Podcasts an einem Tag auf oder hast du 150 verschiedene weiße Hemden? Ich habe heute ein frisches an, Andrea. Danke, danke. Und es hält noch. Weil duschen. Neues Hemd, neues Glück und neue Zuschriften auf meiner E-Mail. Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben: hirschhausenzuhaus@posteo.de. Und an der Stelle danke an Daniela, die sich um eure Zuschriften kümmert und die mir immer die liebevoll vorsortiert, denn sind unglaublich viele, 100, und deswegen kann ich auch nicht alle beantworten, aber die schönsten. Zum Beispiel gibt es Zuschriften von Elsbeth, die ist 86, und Herbert, 88. Die schreiben: Unsere Enkelin Lisa sendet uns täglich ein Kapitel aus ihrem Buch Wunder wirken Wunder über WhatsApp. Wir finden das wunderbar, dankbare Großeltern. Also ich finde das ein tolles Beispiel, wie man in beide Richtungen, von den Großeltern zu den Enkeln und umgekehrt, Social Distancing ignoriert und Physical Distancing, also physische, körperliche Distanz wahrt und trotzdem sich nah sein kann. Ich habe nämlich auch gehört, dass es Vorlesen von den Omas für die Enkel über Telefon gibt. Und meine schönste Geschichte, die mir gestern zugetragen wurde, hat mir ein Kumpel erzählt, seine Mutter ist jetzt auch bei Facebook sozusagen mit ihm im Livestream und macht aber dann einen kleinen strategischen Fehler. Sie freut sich über das Bild, hält dann aber traditionell das Handy wieder ans Ohr und er sagt: Er guckt ihr dabei immer ins Ohr, aber die Nähe ist da. Also auch die Corona-Krise hat viele kreative Seiten und viele lustige Seiten. Und für alle, die sich wünschen, dass ich euch was vorlese, mache ich sehr gerne. Habe ich auch schon. Und wer meinen YouTube-Kanal abonniert, findet da auch Dinge, zum Beispiel vom Dreisat-Festival, wo ich einen gelesen habe aus Wunder wirken Wunder. Und die Frage: Was ist uns Gesundheit wert? Die ist heute so aktuell wie in diesem Ausschnitt. Was ist uns unsere Gesundheit wert? Arthur Schopenhauer sagt, der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen. Ein korpulenter Mann geht in ein Steakhouse, um sich mal wieder etwas zu gönnen. Er bestellt das teuerste und größte Stück Fleisch, das er auf der Karte finden kann, und fängt an, es hastig in sich hineinzustopfen. Plötzlich verschluckt er sich und ein Fleischklops bleibt direkt vor seiner Luftröhre stecken. Der Mann läuft blau an, kippt vom Stuhl und droht zu ersticken. Einem jungen Kellner fällt das auf. Er rennt hin, setzt ihn auf, beugt ihn nach vorne und schlägt mit voller Kraft zwischen seine Schulterblätter. Und siehe da, ein Wunder geschieht. Der Fleischklops fliegt aus dem Fleischklops. Farbe kehrt in das Gesicht des Mannes zurück. Er atmet tief durch und ist im wahrsten Sinne sehr erleichtert. Er holt seine dicke Brieftasche heraus und spricht: Junger Mann, Sie haben mir das Leben gerettet. Was bin ich Ihnen schuldig? Der Kellner überlegt kurz und sagt: Wissen Sie, Kellnern, das mache ich hier nur zum Geld verdienen. Aber ich habe in meiner Freizeit etwas gefunden, das mir wirklich Freude macht. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Es war meine Pflicht, Ihnen zu helfen. Dafür kann ich nichts verlangen. Aber wenn Sie mir etwas schenken wollen, geben Sie mir doch die Hälfte dessen, was Sie bereit waren zu zahlen, als das Ding noch drin war. Kommen wir zur Rubrik Status Quo. Was hat sich heute Wichtiges getan? Dazu gehe ich gerne zum Beispiel auf tagesschau.de. Spanien verzeichnet mehr Todesopfer als China. Das ist bitter, zeigt aber, wie ernst es ist. Und
Der Chef des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler, der hat uns immer wieder auch heute daran erinnert, wir stehen sozusagen zeitlich erst am aller Anfang von der Exponentialkurve und deswegen allen, die das immer noch nicht ernst nehmen, informiert euch besser. Was hat das Robert-Koch-Institut heute noch verändert? Sie haben gesagt, dass die Tests bitte den Menschen vorbehalten werden sollen, die eine klare Symptomatik haben. Also nur noch Menschen mit Symptomen testen. Das war heute die Einschätzung. Denn die Tests werden auch knapp. Da braucht man Enzyme für, da braucht man Teströhrchen für. Und da braucht man vor allen Dingen auch Menschen, die das alles in den Labors abwickeln. Deswegen an dieser Stelle auch Dankeschön an alle MTAs, an die medizinisch-technischen Assistenten und Assistentinnen, die da auch im Hintergrund einen tollen Job gerade machen. Es werden gerade alle gebraucht. Ein Freund von mir, Sebastian Wolf, der viele Jahre auch als Coach unterwegs war, als Trainer, ist jetzt wieder im Klinischen angekommen und macht Abstriche in München. Und er hat mir heute dieses schöne Foto geschickt, dass er auch versucht, diese wichtige diagnostische Aufgabe mit Humor zu nehmen und mit Sicherheitsabstand. Damit sind wir auch schon direkt beim Thema Helden der Krise. Helden der Krise, das sind für mich heute alle, die sich gegen Verharmlosung und Bagatellisierung und gegen Falschmeldungen klar positionieren. Und das ist total schwer gerade zu wissen, was weiß die Wissenschaft, was ist noch unklar, wo bestehen auch Unsicherheiten in den Zahlen und so weiter und so fort. Aber mit einer der dümmsten Sätze in der Corona-Krise ist, ich bin jung, kann mich ja nicht treffen. Und dafür zeige ich euch auch mal zwei Dinge, die mir sofort eingeleuchtet haben. Zum einen eine kurze Erinnerung. Jedes Jahr kommen weltweit 1,35 Millionen Kinder mit einem Herzfehler zur Welt. Das heißt, wenn wir über Vorerkrankte sprechen, sprechen wir natürlich auch über Kinder. Rund 10% aller Kinder haben irgendwas, sei es eine Allergie, sei es Asthma zum Beispiel, was auch die Lunge natürlich schon anfälliger macht, oder eben Herzfehler. Und für all die ist Corona auch eine echte Gefahr. Deswegen zu sagen, ich bin jung, trifft mich nicht, ist einfach unverantwortlich. Und auch das hier, eine tolle Aktion von meinen Kollegen von stern.de, die haben gesagt, das alles sind Menschen mit Corona-Risiko und sie fordern alle, bleibt zu Hause. Und da sind eben auch viele dabei mit einer Grunderkrankung, woran man gar nicht erst denkt. Und eine andere Gruppe, die in der Organspendedebatte auch viel zu wenig berücksichtigt wurde, sind nämlich die Empfänger von den Organen. Auch das sind Menschen mit einem reduzierten Immunsystem, mit einem verlangsamten Abwehrmechanismus. Warum? Weil sonst die neue Lunge zum Beispiel abgestoßen würde. Und da ich mich schon lange für Organspende einsetze, freue ich mich immer, wenn Menschen auf mich zukommen, die mir sagen, danke dafür, denn ich habe davon ein neues Leben geschenkt bekommen. Zum Beispiel dieser junge Mann auf der Republika trug auch einen Mundschutz und hatte eine neue Lunge, hatte Mukoviszidose, das ist so eine blöde Genvariante, zystische Fibrose. Und da verkleben dann die Lungen und dann kann man Menschen daraus helfen mit einer Transplantation. Die haben natürlich ein hohes Risiko, sich irgendeinen Keim einzufangen. Und deswegen hat dieser junge Mann eine Schutzmaske getragen. Das war vor ein paar Monaten noch etwas sehr Ungewöhnliches, jemand mit einer Atemmaske zu sehen. Plötzlich waren sie alle ausverkauft. Und was bringen Atemmasken? Darüber gibt es ziemlich viel Kontroverse und auch deswegen mache ich das heute zum Thema unter Quarantäne. Was ist das Wichtigste beim Thema Mundschutz? Das haben die Kollegen von quarks.de wunderbar hier in dieser Grafik zusammengefasst. Du arbeitest im Gesundheitswesen? Nein, dann ist sie erstmal nicht nötig. Ja, dann ist Mundschutztragen korrekt, unter bestimmten Bedingungen. Du bist gesund und willst dich schützen, dann macht es auch nicht viel Sinn. Du bist krank und willst andere schützen, dann macht es Sinn. Und deswegen ist die allerwichtigste Botschaft, Leute, hortet nicht irgendwelche Atemmasken, die jemand im Krankenhaus, im Gesundheitswesen wirklich händeringend braucht. Der Mangel ist überall. Das heißt, das Allerwichtigste ist jetzt nicht, Atemmaske zu tragen für Leute, die das nicht müssen. Angekommen?
Gut, dann kommen wir zu dem schöneren Teil, nämlich welche kreativen Möglichkeiten gibt es denn noch? Bei den Masken geht es nicht darum, dass wie bei dem Organtransplantierten Keime von außen nicht bei uns andocken können. Das macht unter bestimmten Umständen Sinn, vor allen Dingen im Gesundheitswesen, aber nicht auf der Straße, wenn man nicht schwer vorerkrankt ist. Und diesen Unterschied, was gebe ich raus und was kommt von außen rein, den haben noch nicht alle verstanden. So zum Beispiel auch diese junge Frau, die sagt, Kader Loth, ohne Mundschutz habe ich Angst vor Corona. Das macht mir Angst, wie man das bis so ein bisschen durcheinander bringen kann. Denn, liebe Kader, liebe Hirschhausen zu Hause Zuschauer, es geht nicht darum, dass Corona nicht reinkommt, sondern dass es nicht rauskommt. Und gerade weil junge Menschen oft nicht merken, dass sie krank sind und dieses Virus eine ganz fiese Eigenschaft hat, nämlich dass es ungefähr 40% der Viruslast, also der ganzen neu produzierten Viren schon hat, bevor man selber merkt, dass man krank ist und das auch noch im Rachenraum, das heißt mit jedem Huster, auch noch verteilt wird, geht es primär darum, die Tröpfcheninfektion zu verhindern. Und kurioserweise, seit gestern auch ein viraler Hit, setzen sich viele Prominente dafür ein, dass genau das jetzt populärer wird. Und ganz vorne mit dabei, Lena Meyer-Landrut. Charlotte Roach macht mit, Joko Winterscheid machen mit. Und unter diesem Label werde ich mich jetzt auch mal ein wenig tummeln. Denn ich bin heute bei Luke allein zu Hause bei Sat.1 zu Gast. Und da werde ich mit Luke Mockridge und mit Max Giermann, zwei wunderbaren Komikerkollegen, mal gucken, wie kreativ wir in unserer Dreier-WG werden, ob wir uns auch eine trendige Maske basteln. Masken können schützen, das Robert-Koch-Institut hat da inzwischen auch eine Empfehlung rausgegeben. Nicht nur, weil es die Tröpfcheninfektion abbremsen kann, sondern eben auch, weil es unser Bewusstsein dafür schärft, dass wir füreinander da sind. Und jeder sich erstmal so verhalten kann, als wäre er gefährlich für die anderen. Und wenn das alle machen, dann muss auch keinem mehr peinlich sein, dann wird es ganz normal. Ich erlebe gerade kuriose Sachen. Ich war gestern einkaufen und im Supermarkt war die Schlange ganz vorschriftsmäßig diese 1,5-2 Meter weit auseinander. Aber was passierte? Die Menschen haben miteinander geredet, die haben sich angeguckt, die haben miteinander gelacht. Das passierte früher nie in der Warteschlange an der Kasse. Also die schönen Seiten möchten wir auch hier mal wieder hier bei Hirschhausen zu Hause betonen. Und natürlich gibt es auch viel, viel Kraft in der Natur. Und wenn gerade kein Mensch da ist zum Knuddeln, weil man Physical Distance wahren soll, einen Baum umarmen, das geht immer. Und solange wir nicht alle denselben Baum umarmen, ist es auch für die Infektionskette nicht erheblich. Also bleibt zu Hause, tankt auf, geht raus, wenn das Wetter und die Umstände entsprechend das zulassen. Und bleibt in Kontakt. Ihr könnt Hirschhausen zu Hause abonnieren, ihr könnt es liken, ihr könnt es weiterempfehlen. Und dann bin ich wieder gerne für euch morgen da und bin ganz gespannt, was ich dann von Luke Mockridge berichten kann. Euer Eckart.